Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima, hier bei Funes Zuflucht. Ich bin ganz glücklich, soll ich aber sagen, warum? Weil wir machen jetzt nur noch die Hauptstory. Ist das nicht geil? Ich habe alles abgelaufen, ich habe nichts mehr gefunden, also machen wir jetzt nur noch die Hauptstory. Deswegen gehen wir jetzt mal zu Fune. Ich finde unsere Rüstung immer noch komisch. Ich mag die Samurai-Rüstung wirklich sehr gern. Aber ich komme mit diesen Affen halt irgendwie gar nicht klar. Ja, wir lassen sie jetzt erstmal an, weil wir haben sie ja hier gefunden. So, wir müssen auch hier hin, gell? Ich sprich mit Fune. Oh, die Tür zugemacht, war die schon immer zu. Ah, sie ist wieder oben. Da ist sie doch. Guten Tag. Pareda. Ja, na aber. あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった。槍川の陣。それじゃ 共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。 ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。 Blitze inmitten des Sturms. Reisen nach Fort Sakai. Was? Haben wir doch schon. Warte mal. So. Okay. Komm, wir reisen mal zum Häuslebauer. Hallo, na? Du bist ja immer noch hier draußen. Lässt sich nicht rein. Soll ich mal hauen? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir ziehen uns jetzt mal die Sakai-Rüstung an. Ja. Das ist wirklich sehr, nun ja. Ich mag die trotzdem noch mit am liebsten. Die sieht so schwer aus. Tracht des Reisenden mit dem Hut. Oh, hässlich. Geistrüstung. Sakai家と知られては困る。Sakai家と知られては困る。Sakai家と知られては困る。Sakai家と知られては困る。Sakai家と知られては困る。Sakai家と知られては困る。Sakai家と知られては困る。Gusaku. Hier hat man doch die andere, die so cool aussieht. Wo ist sie denn? Ronin-Kleidung war das doch. Dämmerungsschreiter. Nee.
Kensei hier. Ich mag die sehr gern. Okay. Aber natürlich noch einen Hut. Und ein Gesicht. Samurai-Clan-Maske. Sakai-Maske. Würde die zu uns passen? Wir haben halt... Ja, es passt. Wir nehmen Sakai-Maske. Nein, verdammt. Wo ist sie hin? Hier. Nee. Schwarz ist gut. Aber noch ein Hut. Nein. Nein. Das wäre eigentlich unser richtiger Hut. Genbu-Strohhut. Brauchen auf jeden Fall einen Hut für unsere Prachtkleidung. Ohne Hut sieht irgendwie komisch aus. Den hat man, glaube ich, Kensei-Hut. Der hält halt die Haare da. Okay. Gut, vielleicht machen wir heute doch nicht nur die Hauptstory. Wir müssen uns jetzt umkleiden. Nee, mag ich nicht. Haha. Wir sehen wirklich äußerst interessant aus, muss ich sagen. Brauchen wir natürlich was Schwarzes. Nee, das gefällt mir nicht. Okay, Ende des Sturms wäre ganz cool. Nee. Mitternachts-Hanabi? Vielleicht Mitternacht? Ah, ist alles zu hell. Wir nehmen... Nee. Ja, ich gefallen mir ganz gut. Oh ja, wir sehen voll krass aus. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Okay. Mit unserem Pferdchen. Ja, ich wollte gerade sagen. Gehe ich der Annahme konform, dass wir diesmal richtig laufen. Eigentlich müssen wir doch nur... Ich laufe schon wieder vorbei, glaube ich. Ach da, gucke an. Da oben müssen wir doch hin. So sehen wir nämlich aus um den Kopf wie unser göttliches Ross. Ist denn da oben so ein Nebel? Ich kann das mit dem Nebel nicht leiden. Das kriegt mein Fernseher irgendwie nicht hin. Wir müssen da scheinbar rein. Ach okay, wir machen das wohl ganz offensichtlich oder was hier. Befreie die Gefangenen außerhalb des Forts. Kommen wir denn da hoch? So schon mal nicht. Ha. Warte mal. Nee, das wird nichts. Wo ist man hier? Nee, wir müssen den erst abknallen, sonst wird sonst nichts. Okay.
Kano-Nakama. Nee, wartet mal, bevor ich mit euch rede. Gut. Ich muss mich vor dich stellen. Fukano-Nakamaka, Mooko-ni-tsukamaru-made-wa-sou-datta. Omae-wa, moshi-ya-samurai-ka? Anzuru-na. 仲間を救い取りで奪うよ深から頼まれた大鷹は去ったがクンビシという男を残したあいつは捕虜を拷問してるうちの召して大鷹の毒を飲ませるつもりだここで始末する他ないな。お主は深のところへ手を貸す戦いたい武具を探しておけ。Okay. Betritt Furzakai. Okay. Oh, da ist noch einer. Nein! Ihr Arschis, Manne. Wollte ich da eigentlich voll reinbrechen? Hä, sitzt da einer? Oder ist der tot? Kann mir mal jemand sagen, wie er hier gestorben ist? Wie funktioniert denn das mit seinen Beinen? Mein schwerer Pfeil hat's ganz schön drauf. Muss ich schon sagen, da oben müssen wir hin. Können wir von hier unten jemanden schon abschießen? Scheinbar nicht. So, jetzt gehen wir erstmal hier schnell gucken. Ins kleine Hütchen. Hä, wo geht's denn? Och, hier hätte man auch lang gehen können. Achso, nee. Ja, ja, wartet mal. Diese Hallo, du. Sir, sie stehen. Also. Was ist denn los mit euch? Oh, da kleben die mir voll am Rockzipfel. お前は死ぬのが衆生のためだ。七すら守れぬ男が七の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。 砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。
ist denn noch jemand? Da hinten. Okay. Muss mal schnell hier einsammeln gehen. Ich habe nämlich keine Kunais mehr. Lass mich raus. Oh. Was haben die denn nur hier immer? Wieso? Sind das dann die, die nicht wollen, oder was? Nur mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Da ist zum Beispiel was. Und da ist eine Kiste, eine geheime Kiste. Auserwählter des Adlers, getragen von jenen, die der Adler für die beschwerliche Reise des Geistes ausgewählt hat, um einer ihrer Schamanen zu werden, aber die eigene Seele in der Unterwelt zu verlieren. Aha. Okay. Wartet bis vorher. Wartet mal. Munition voll. Wir müssen dahin. Ich glaube, erstmal da schnell da hochgucken. Ach, wir gehen vorne lang. Kommt mit. Kann ich hier vielleicht auch schon aufmachen? Warte mal. Voll die Befreiungsaktion hier. Ah, der ist noch am Leben. Und weg ist er. Haftbombe. Haftbombe könnte ich auch mal benutzen. Aber ich mag die Kunais so gern. Eisenhammer doch. Nee, Eisenhammer nicht. Hä? Was ist denn da los? Was ist das für eine komische? Gut, gehen wir weiter. Boah, was ich hier für eine Armee ausgerufen habe. Oh oh. Ich hab nichts, okay. Dran am dransten. Nee, dran am dransten, so rum. Da haben wir noch jemanden.
Nee, warte mal. Wir müssen mal gucken. Oh, was für eine schöne Jurte. Geisel, bitte helft mir. Wo denn? Hier drin? Bist du hier drin? Warte, ich komm rein. Wenn ich den Eingang finde, komme ich rein. Hier. Das ist von uns, oder? Irgendwie findet man hier gar nicht so viele Artefakte. Aufzeichnung. An Fürst Sakai bei eurer Rückkehr. Fürst Sakai. Da ich weiß, dass ihr zur Festung eures Vaters zurückkehren werdet, richte ich diese Nachricht an euch. Als ich die Medizin zum ersten Mal trank, zeigte sie mir die Qualen, die mein Volk seit Generationen erlitt. Mein Verstand überlebte diese Reise des Geistes aber nur, weil mich meine Lehre vom Schrecken in die Weisheit führten. Ich schwor, dass mein Volk nie wieder so leiden müsse. Und ich habe dieses Versprechen, als ihr Khatun gehalten. Ach so, lasst mich das Gleiche für euch tun. Lasst mich euch heilen, wie ich all meine Schamanen geheilt habe. Und wisse dies, ich werde Khatun im Osten sein. Ihr könntet der Erste eures Volkes sein, der die Reise des Geistes abschließt. Ihr seid bereits ein gefährlicher Krieger, ein Jäger, werdet ein Bote des endlosen blauen Himmels. Angsha Khatun, der Adler. Okay, sie hat hier eine Haftbombe drin. Interessant, das hätte ich mir gerne angucken, aber kommt keine Erklärung dazu. Was gibt's hier? Aha. Hier war doch irgendwo eine Geisel. Vorräte. Das ist der offizielle Weg dahin. Okay, aber man kann auch einfach außen rum gehen. Hä, sind die schon weitergerannt? Sind die doof? Wieso rennen die einfach weiter? Okay, scheinbar sollen wir auf jeden Fall nicht sterben. Oh. Was sind wir hier? Da ist eine Blume. Da waren wir drin. Hier können wir mal gucken. Hallo? Waren wir in dem Haus da vorne? Ah, nee, da dürfen wir nicht hin. Hä, wo kamen wir denn hoch? Die haben einfach das Tor aufgemacht, glaube ich. Ich bin doch, ey. Ohne, dass ich was gesagt habe. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ich wollte, glaube ich, damals schon die Blume da haben, aber ich habe sie damals auch schon nicht gekriegt. Ich darf da einfach nicht hin, glaube ich. Okay, bevor wir hier zu unseren Brüdern weiterschreiten, fast Brüdern weiterschreiten, sie sind ja schließlich Plünderer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.